ohne Ende auf dem Wacken Open Air. Und an meiner Seite steht Elvira von GP Joule. Habe ich das so richtig ausgesprochen? Hast du richtig ausgesprochen. Ja, was macht ihr alles? Ihr habt ja hier unglaublich viele Sachen auf eurem Stand stehen. Genau, wir haben einen sogenannten Energy Hub. Der soll quasi zeigen, was wir alles Cooles mit erneuerbaren Energien produzieren können, erreichen können, dass jeder seinen Beitrag leistet. Wir haben ganz viele PV-Module, wir haben ganz viele Fun-Geräte. Unter anderem kann man mit Gitarren Strom erzeugen, indem man kurbelt. Und dann sieht man das, indem die Augen anfangen zu leuchten von den Bullköpfen und Rauch rauskommt. Dann haben wir unser legendäres Wacken Fatbike, was extra für die Wackenbesucher hergestellt wurde. Kann man gerne mal eine Runde Probe fahren. Ein geiles Gerät. Dann haben wir unsere Wacken Powerbox, die hier steht. Die Powerbox ist quasi ein 300 Watt Riesen Powerbank Akku, mit dem man durchaus auch eine Kühlbox betreiben kann. Hat hinten einen Schuko-Stecker, was ganz viele andere nicht haben. 12 Volt Eingang. Diverse USB-Anschlüsse hier vorne. Eine integrierte Box zum Musik hören über Bluetooth und eine Taschenlampe. Wie verhält es sich mit dem Auto hier? Genau, also unser Sharing-Container, der hier in der Mitte steht, der Mittelpunkt unseres Energy Hubs ist quasi unser Fun-Container. Da kann man E-Bikes leihen. Das ist quasi ein Sharing-Container für Bikes, inklusive, wir haben an der Seite zwei Ladepunkte, mit denen man auch ein Elektroauto laden kann. Wie lange kann man mit so einem Fahrrad fahren? Mit einem Elektrofahrrad? Ja. Von Kilometern her, so 70 bis 100, kann man locker fahren, wenn man nicht voll unterstützt. Elvira, ich danke dir für die sehr informative Unterhaltung. Sehr gerne. Ich wünsche dir noch viel Spaß auf dem Wacken. Danke, das wünsche ich dir. Tschüss. Tschüssi.